Interview. Duisburg Joachim Jambi, 59, ist seit 18 Jahren als strenger Juror das Gesicht von Let's Dance. Dabei steht er oft auch selbst in der Kritik. Im Interview verrät der Duisburger, wie er damit umgeht und gibt ganz private Einblicke in sein Leben. Herr Jambi, die 17. Staffel von Let's Dance ist Geschichte und hat mit Gabriel Kelly einen sehr verdienten Sieger hervorgebracht. Würden Sie diesen Satz so unterschreiben? Joachim Jambi, ja, absolut. Er hat über die gesamte Staffel immer konstant abgeliefert. Und auch im Finale hat er technisch und rhythmisch am besten getanzt. Auch Jana Wosnitzer und Detlef Soest haben im Finale gute Leistungen gezeigt. Aber alles in allem ist Gabriel Kelly der verdiente Sieger dieser Staffel. Wer war für Sie in der abgelaufenen Staffel die größte Überraschung? Jambi, dass Ann-Kathrin Bendixen es bis ins Halbfinale geschafft hat, war natürlich schon überraschend. Sie ist eine ganz liebe Person, aber tänzerisch zählte sie sicher nicht zu den Besten. Mit ihrer Persönlichkeit kam sie aber beim Publikum besonders gut an. Marc Keller hat mich ebenfalls überrascht. Er war mit 59 Jahren der älteste Kandidat und man hatte das Gefühl, dass er in einen Jungbrunnen gefallen ist. Und die dritte Überraschung war für mich Toni Bauer. Es hat mich beeindruckt, wie positiv er mit seiner Leidensgeschichte umgegangen ist. Den haben die Zuschauer wirklich ins Herz geschlossen. Toni Bauer musste aufgrund seiner Erkrankung vorzeitig aus der Staffel aussteigen. Das war für viele Zuschauer sehr ergreifend. Und auch sie haben in diesem Moment offen ihre Gefühle gezeigt. War diese Let's Dance Staffel auch für Sie persönlich die emotionalste? Jambi, zunächst einmal muss ich sagen, Toni Bauer ist ein so positiver Mensch, vor und hinter der Kamera. Er hat sich überhaupt nicht verstellt und ist sehr offen und authentisch mit seiner Erkrankung umgegangen. Das hat die Zuschauer berührt und mich natürlich auch. Ich glaube, er war in den gesamten 17 Staffeln einer der beliebtesten Kandidaten, die nicht gewonnen haben. Let's Dance ist eine Unterhaltungsshow, aber gleichzeitig auch ein Wettbewerb. Ist es Ihnen als Juror deshalb wichtig, dass am Ende auch der oder die tänzerisch Beste gewinnt?